Willkommen zurück, liebe Leutchen. Euer Van Bergen ist wieder am Mikrofon in Crusader Kings 3 und wir führen Krieg. Einen Kreuzzug, selbstverständlich. Was mir aufgefallen ist eben, nochmal kurz durchgeklickert, die Verbündeten des Kreuzzuges ist auch der Boy von Schweden. das wird interessant. König Andund hat nicht... wo war denn der? War nicht Schweden Karl? Hieß der nicht Karl? Gut, macht aber nichts. König Asbjörn Björnsson. Und wer war sein Vater? Wer war sein Vorgänger? Man sieht es gar nicht. Hier ist König Karl. Mit 31 ist er schon. Das ist noch gar nicht lange her. Ne? Das war doch vor ein paar Wochen. Oder Monaten, dass er uns gewarnt hat vor unserer eigenen Schwester. Gut, wenn das so ist, brauchen wir ja gar nicht nach, wie sagt man, nach Portugal ziehen. Sondern können den Krieg eigentlich in unseren eigenen Landen führen. Ich möchte aber ungern wieder ins Minus rutschen, was die Einnahmen angeht. Zumindest ein bisschen würde ich ganz gerne positiv bleiben. Wir heben mal die Armeen aus. Als Befehlshaber nehme ich nicht den Kollegen, sondern ich nehme... Da ist er. Von dem möchte ich mich ja langsam ein bisschen entsagen. Er ist mir zu stark. Ne? Es ist nämlich der... Cousin von Cornwall, der hat drei Provinzen inne. Da versuchen wir uns mal ein bisschen an dem festzubeißen. So, was ich noch schauen wollte. Wir haben die Kultur haben wir geändert. Müssen wir noch irgendwo Kultur ändern? Angelsächsisch? Ja, auf der ganzen Insel, aber primär hier. Versuchen wir es nochmal in der Provinz Brecknock. Die ist ja immer noch kritisch. Der Rat... Er kann auch eine Zeit lang erstmal Steuern eintreiben. Ist nicht so wichtig, glaube ich, Brecknock bis jetzt. Das ist eine Bergprovinz. Also wenn da ein paar Verrückte rumlaufen, nicht so wild. Wir heben mal die Armee aus. Wie gesagt, drei Dukaten ist sie dann im Minus. Wir halbieren sie mal. Die lösen wir auf. So, minus 0,3. Und dann können wir noch abteilen. Nehmen wir doch mal die raus, die teuer sind. So. Auswählen. Die Reiterei ist immer am teuersten. So, 760 Mann. Okay. Jetzt wird's interessant. Was sind das, Räuber? Oder? Ja, das sind Räuber. Wo ziehen wir als erstes hin? Wir können eigentlich... Ne, wir ziehen nach... Düfnet. Und kämpfen dort gegen die Schweden. Gut. Während wir das tun, haben wir noch ein bisschen Zeit. Komplott schmieden wir noch. Halten wir das noch ein bisschen aufrecht. Und gucken mal. Wer ist das denn hier? Ist der auch mit uns im Krieg? Nee. Nee. War aber verbündet mit der Welt. Sogar mit dem... Der ist sogar mit dem Basileus verbündet. Wer ist denn das? Nil und der Lehnsherr sind die Hybriden. Aber der Hybriden ist doch ein Asatruischer gewesen. Nee, auch mittlerweile ein Katholischer. Sehr schön. Okay, zumindest etwas. Alba wird wahrscheinlich seiner Macht beraubt. Der ist zu stark geworden und zu unkontrolliert. Ist nicht so gut, denn das schwächt natürlich ihn. Und den eigenen... einen eigentlichen Verbündeten, so muss man sagen, gegen die Jungs hier. Aber lass ihn mal, der führt auch noch Krieg, der ist auch noch beschäftigt. So, die fahren alle nach Portugal, wir nicht, wir bleiben auf der Insel. Soziale Manipulation, da versuchen wir momentan ein bisschen Beziehung aufzubauen. Als das erste Mal passierte, dachte ich kaum darüber nach, aber meine Vasall Schultheiß Bernwolf wird immer kühner. Was haben wir denn da für Möglichkeiten? Meinung will ich verbessern. Eine subtile Drohung wird dem ein Ende setzen. 5 Meinungen und wir bekommen ein bisschen Schrecken. Komm, das ist die einfachste Variante. Hier sind zu viele Meinungsdefizite, wenn es nicht klappt. 15, ja, sind 5 Meinungen, geht da noch. Das Risiko ist mir zu hoch. Wir nehmen das. So... Hoffentlich klappt das alles, wie ich mir das vorstellen. Lassen wir mal laufen.
Wen hat er denn alles in der Armee hier drin? Ja, ich glaube, Ratsmitglieder, glaube ich, haben wir gar keine mehr drin, ne? So, die Bewohner von Dorset wurden endlich überzeugt, zum wahren Glauben überzutreten. Brillant. Haben wir das auch geschafft. Dann dürft ihr euch jetzt auch langsam hier ein bisschen Einnahmen geben, ne? Kontrolle sind wir bei 71. Wie sieht es denn mit der Entwicklung aus? Sollen wir nochmal die Entwicklung versuchen zu stärken in Exeter? Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Probieren wir es doch mal. Also in der Provinz Devon. So, wer ist das? Oberhäuptling Komra, Stammesherzogtum. Ne, die gehören zu diesem Krieg dazu, ne? Ja. Wäre auch nochmal eine Idee, dass dieses Erbrecht, aber da brauchen wir wirklich, glaube ich, erst verbesserte Beziehungen zu den Vasallen, sonst können wir da gar nichts durchdrücken. So, haben wir 17 Dukaten, sehr schön. 17 Dukaten. Wir gucken mal ganz kurz, wie sieht denn hier die Entwicklung aus? 6. Somerset wäre halt wirklich gut, aber das ist Inselchristen. Ist er Inselchrist? Er ist auch katholisch. Haben wir das immer noch nicht geschafft? Versuchen wir es hier nochmal. So. Boah, das dauert lang. Ui. Fortschritt 0,1. Gut. Wo gehen wir hin? Was ist das da? Oh, ich habe jetzt schon gedacht. Wem gehört die denn, die Armee? Wer ist er? Von Sutherland. Von Sutherland. Wo kommt er denn her, bitte? Aha. Das sind die Streitkräfte gegen den König von Alba. Wir fahren nach... Fahren wir nach... Oder gehen wir nach Insel... Die Insel Dwight. White. Gehen wir zur Insel erstmal. Ein Missverständnis. Offenbar haben meine diplomatischen Avancen Earl Burfwine gegenüber zu einem größeren Missverständnis geführt. Oh, es wird, ist fast unmöglich hier daran zu kommen. Mann, Mann, Mann. So, wir wollten, das haben wir gesagt, den Lebenswandel. Achso, zur Herrschaft erzogen. Verlieren wir das? Nee, das verlieren wir nicht. Das verlieren wir nicht. Wir gehen aber den Lebenswandel Verwaltung ein. Reichtum. Wir brauchen das Geld. Das ist ja primär das Wichtigste. So. Hätten wir schon früher machen können. Oder vielleicht sogar sollen. So. Sehr schön. Ein Kind. Eine Tochter wäre jetzt an dem Punkt nicht schlecht. Eine Tochter wäre nicht zu verkehrt. So. Wir gehen auf die Insel Dwight. Da kommen jetzt die ganzen Verbündeten. Und wir gucken nochmal rein, wie es den Gardariki geht. Ja, zu kämpfen, das ist schön. Söldner hat er auch ordentlich. Verbündete hat er immer noch 3. 49 ist er, König Friedrich. Friedrich, ist wieder ein anderer, kann das sein? Mhm. Ich glaube nicht, dass das, oder? Aus der Dynastie? Königin Linda, von was ist sie Königin? Samisch. Aha. Königreich von Samisch, okay. Das ist doch auch da in. Was sind das? Ich muss gucken, ob das jetzt hier Räuber sind oder ob das... Das ist feindliche Armee. Oha, 1000, das sind die Schweden. Von Upland. Huiuiui. Gut. Es ist wirklich spannend, es ist wirklich spannend. Viele Optionen zum Interagieren haben wir ja aktuell nicht, um größere Eroberungen zu tätigen. Aber das ist nicht so schlimm. Man will ja eigentlich viel mehr erstmal Ruhe reinkriegen. Und aufbauen. Ne, ich sage immer, ich kenne das so ein bisschen von den
wie heißen das, von den Age of Empires Spielständen, die man früher im Laden gespielt hat, erstmal eine halbe Stunde aufbauen. Es wäre schön, wenn wir da mal hinkommen würden. Aber jetzt, es geht ja ein bisschen voran, so ist ja nicht. Also es war ja deutlich schlimmer. Wenn wir mal ganz kurz reingucken in unseren Stammbaum, das dürfen wir uns ja mal nehmen, die Zeit. Da ist das Haus Exeter. Mittlerweile leben 18 Mitglieder, also aus 2 haben wir 18 gemacht. Sophia sei Dank. Wir können mal unsere direkte Herrschaftslinie, wie gesagt, irgendwo hier sind wir irgendwo eingestiegen mit Sophia. Wo war das? Hier. Und da waren wirklich nur noch 2 übrig. Sie und ihre Cousine Orson, die immer noch lebt. Wie alt ist sie jetzt? 66, aber auch erst. Ne? Also so alt ist sie jetzt auch noch nicht. 20 Jahre sind vergangen. Er ist früh gestorben. 38, Simon. Das ist zu früh. Definitiv. Gut. Und meine Schwester ist die Gräfin. Und da müssen wir mal schauen, ob wir da nochmal an den Titel rankommen. Aber da auch das wieder Geld. Und bevor ich Titel baue, die ich eh nicht so einfach verteidigen kann, eine Tochter. Wunderbar. Ein guter katholischer Name. Juliana. Mögest du stark sein. Die Stimme der Vernunft. Kein Ratstreffen vergeht ohne einen Konflikt zwischen den beiden. Ich brauche die Beziehungen zum Bischof. Das ist Enbert. Und wer ist er? Ratskanzler. Da müsste man eigentlich auch dran arbeiten. Aber ich nehme jetzt erstmal den Bischof. So, fahren wir nach Leinster? Was meint ihr? Probieren können wir es ja. Da haben wir auch noch eine Armee. Schaut mal. Auflösen bitte. Kostet unnötig Geld. Wir können dann schauen. Eigentlich hier ist auch noch das Reich Jylland. Immer noch 2000 Mann. Krankes Kindbett. Oh, Juliana ist krank. Kränklich. Wir brauchen einen Vormund. Das lassen wir in dem Fall aber jemand Schlaues übernehmen. Den Bischof. Der wird sich freuen. Das sollte doch die Beziehungen verbessern. So. Nee, nicht wirklich. Schade. So, belagern wir noch Schweden weiter, also schwedische Provinzen im Britischen Reich. Gefangene ist gestorben. Haben wir eigentlich noch wen im Knast, den wir verkaufen können? Gucken wir doch mal. Ja. Die Fürstin bringt uns 25. Der bringt uns. Ah, die wollen sie nicht. Und da haben wir noch den Kollegen hier. Boah, ist der stark. Kennen wir den nicht? Die Meinung von ihm ist schlecht gegen uns. Aber den haben wir schon. Haben wir den nicht sogar schon vor Augen gehabt, den Kollegen? Asatruisch und nordisch. Nimm ihn doch, ist doch egal, macht doch nichts. Ein gutes Geschäft. 95. Oh. Ha. Was machen wir mit ihm denn jetzt? Druckmittel haben wir. Bekehrung verlangen. Druckmittel einsetzen, trotzdem nur 74. Oh, das ist schade. Shit. Aber der ist gut. Der ist stark. So, wer kommt da unten? Oh, jetzt kriegen wir Ärger, oder? Okay, die laufen darüber. So, der Kreuzzug ist bei 62%. Und hier wird weiter Krieg geführt. Das ist aber jetzt, das ist ein Bauernaufstand in Berkshire. Wir gucken trotzdem mal rein. Ich glaube, hier wird auch wieder Krieg geführt. Kann das sein, dass er wieder. Nee, momentan hat er mal Frieden. Oh, das ist der falsche. Den meine ich. Ja. Nee, er führt Krieg. Santiago, Grafschaft von Santiago. Wo ist denn das bitte? Ah. Nee, sind nicht wir. Ich wollte gerade sagen, es ist gegen uns. Nee, nee, er führt gegen die Krieg. Das ist toll, das sind 12.000 Mann gegen ihn. Der führt wieder Krieg gegen das Byzantinische Kaiserreich. Alles klar.
Boah, hier ist echt die Hölle los, schaut mal. Aber wir sind bei 62%, was den Kreuzzug angeht. Das ist toll. Beobachten wir das noch ein bisschen. Ist denn eigentlich Jerusalem immer noch in den Händen der Christen? Ja, Königreich Jerusalem. Und da hatten wir doch auch einen Verbündeten. Da ist auch nochmal das Haus Exeter. Aber besetzt momentan. Von Emir Butras. Mhm, okay, da sind die... Die Muselmänner wieder am Vormarsch. Ja, wenn es so ist, ist es so. Ne? Er hat aber auch keine Verteidigungsmöglichkeit. Königreich, König Sinop von Jerusalem. Das ist aber auch spannend, ne, wenn du das hier spielst. Okay. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Man könnte ja auch mal wirklich reinschauen in Europa. Hier, die Westfranken sind stark. Lothringen ist zerstückelt. Jerusalem hat hier auch noch Königreich. Ostfrankreich, Niederschlesien, Bayern, Lutetia haben wir schon gesehen, die haben sich sogar Sierland geholt. Also da ist, Gardariki ist hier so wirklich ein bockstarker Gegner. Wäre toll, wenn das hier, aber die sind auch belagert. Ja, Estland, ne, führen die Krieg. Schweden ist, boah, unglaublich. Das ist schon riesig. So groß war das bei uns nicht, als wir gespielt haben mit Pommern. Das wäre halt noch schön, wenn Alba ein bisschen kleiner wäre und die Nordmänner wecken. Und wir einfach mal ein bisschen mehr Männer. Oder Geld. Dann könnten wir noch ein bisschen weiter aufbauen. Klar. Aber wir bleiben erstmal standhaft. Bis jetzt läuft es ja nicht allzu schlecht. Ne? Nicht allzu schlecht. Es könnte schlimmer sein. So. Aber gegen die haben wir ja gesagt, trauen wir uns noch nicht. Sollen wir gegen die Bauern kämpfen? Nö. Jylland. Jetzt müsste man mal so in die Richtung hier gehen, weil wir haben auch gar nicht die Möglichkeit, das Kriegsvolk zu erweitern. Wie kommen wir da an? Ihr seid ein Klein... eine Kleinkönigin. Das heißt, wenn wir doch mal das Königreich schaffen, wird das mehr. Mhm. Sollten wir dann wirklich vielleicht mal ansetzen. Aber dafür brauchst du doch ein bisschen mehr Geld. Oder Domänen. Kann man sich jetzt aussuchen. Müssen wir aufs Festland reisen? Wir bleiben mal hier in Schweden. Das kostet uns wieder auch wieder Geld. Das Umsiedeln. Von Gwynedd. Was kostet uns das nochmal? Das war bei Entscheidungen. Eine Jagd können wir auch machen, aber kostet auch. Da, 78 fehlen noch. Alles klar. Genau, 300 Dukaten. Vielleicht ist das unsere Erlösung, dass wir da ein Stückchen weiterkommen, wenn wir Königin sind. Nicht Kleinkönigin, sondern wirklich Königin. Wir haben ja schon zwei Kleinkönig-Titel. Einmal Vize und dann hier natürlich Cornwall. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. So, 357 Mann. Räuber. Und was ist das da oben? Das ist eine feindliche Armee. Fahren wir doch rüber. Ne, da ist doch die Räuber, der Räuber sein. Zwar nicht so gut jetzt für uns, weil wir hier mehr Kontrolle einbauen wollen, wenn wir noch mehr... Ja, wir verlieren jedes Mal. Das ist nervig. Wir fahren hin. Bezahl die 8. Vielleicht kommen wir noch... Oh, da oben sind das auch Räuber? Ja, Räuber von Banff. So. Okay, Cornwall führt Krieg. Aber er ist doch in meiner Armee. Ah ne, er kämpft gegen die Räuber, das ist ja nicht schlecht. Er hat viele Verbündete, habt ihr das gesehen? Oha. Uns? Herefordshire? Brecknock? Und die Kollegen von Urdun da in Jerusalem. Und Geld hat er auch ohne Ende. Also bei ihm läuft's. Bei ihm läuft's. So, da wird geräubert. Und gebrandschatzt. Oh, was hier los ist. So, wer ist das? Das ist wieder eine Räuberarmee. Das haben wir wieder verloren, ne? Wir waren schon bei 70.
Mercier gewinnt den Krieg gegen Lollen Falz, aber ihr führt gegen die falschen Krieg. Gucken wir uns nochmal Gardiki. Jetzt nimmt er ab. Schaut mal, jetzt hat er ein Problem. Vielleicht können wir dazu langen, wenn wir... Wir haben nicht weniger, aber auch nicht viel mehr Männer. Beobachten wir das mal. Geld hat er auch nicht mehr so viel. Die Verbündeten, ja, die sind nicht ohne... Och, 3000, der König von Siam, wo ist er denn? Samisch, aber wenn wir vielleicht die Hauptstadt einnehmen und eine Zeit lang halten... Hier ist ja sein Königssitz, ne? Und das ist ja wirklich schnell eingenommen, da brauchst du ja nicht viel. Wenn wir da den richtigen gefangen nehmen... Wisst ihr, was ich meine? Wenn wir da den richtigen gefangen nehmen, können wir ihn eigentlich mal ein bisschen schwächen auf der Insel. Aber was kriegen wir von ihm an Land? Oh, jetzt haben wir ein Problem. Mist. Haben wir nicht aufgepasst. Das sind Räuber. Oh, er wurde ordentlich zugerichtet. So. Also jetzt sind sie richtig auf Raubzüge unterwegs. Raubzüge. Ich bin aber auch ein bisschen Banane heute. So. Lösen wir die Armee... Ach nee, dürfen wir nicht wegen dem... Ich wollte schon auflösen, aber das wäre ein bisschen ungünstig gerade. Gut, lassen wir es, müssen wir es so akzeptieren, ist nicht so schlimm. Aber ich will es auch nicht riskieren, ne, gegen die Kollegen hier von Gardagigi. Ja, sie sind momentan schwach, ja, aber mit wem haben sie denn das Bündnis? Durch Heirat von Königin Linda, also seine Tochter. Wenn er an die Macht kommt, dann wird es einfacher. Das wäre super. Wenn er ist der Erbe, wenn er jetzt hops geht mit 51, aber ihm geht es zu gut, ne? Ja, anscheinend. Lassen wir so stehen. Die Räuber müssen wir ziehen lassen. Wir können es momentan leider nicht unterbinden. Ist ein bisschen feige, ich weiß, aber... All das Geld wieder investieren. Da kommen doch unsere Cornwall-Freunde. So, die Plünderung von Somerset. Aber die gehört doch nicht uns. Somerset gehört ja nicht uns zum Glück, sondern Herzog Gwinner. Wir setzen ein bisschen Prestige ein. Das kriegen wir hin. So, da kommt er jetzt mit 1000 Mann. Das schafft er doch. Na also, auf in die Schlacht. Er verteidigt Exeter. Sieg. So. Was bekommen wir? Boah. Heidewitzka. Boah, wie viel Prestige. So sei es. Sehr gut, aber jetzt natürlich die große Frage. Wir schaffen Titel, aber... Moment, können wir die Jungs hier auflösen? Ja. Gewinnt er die Schlacht noch oder verliert er sie? Ja, er gewinnt sie sogar, der Cornwell. Sehr gut. Guter Mann. So, dann haben wir... Aber er ist verwundet. Schwerer Malus. Wie viel Verbündete er hat, ne? Nicht, dass der auch noch Krieg führt gegen uns. Warum? Wie? Durch Heirat von Herzog Sophia Max. Also seine beiden Töchter. Nee. Gut, wir müssen mal abwarten, wie er da zu den ganzen Beziehungen kommt. Nee, hat er gar nicht seine Töchter verheiratet. Sind beide noch ehelos. Hm. Interessant. Ja, oder viele Frauen am Hof. Das kann natürlich auch sein. Gut. Jetzt haben wir die Chance. So, wir können hier noch was auslösen. Für 10. Gefangener von uns. Achso, ja. Annehmen. So, Anliegen. 25 für den Kollegen. Ja, lass frei. Kein Problem. So. Verwaltung. Jetzt gibt es noch ein bisschen was. Steuern. Das ist mal das Erste, was wir machen.
4 Dukaten ist doch ein super Titel von... Hier, das Königreich Cornwall wiederherstellen. Da ist es doch, Leute. Owen Hargall. Wir machen es. Wir gehen auf die nächste Herrschaftsstufe. Da ist sie, das kornische Königreich. Er steht wieder auf. Ich bin der wiedergeborene Corineus. Cornwall duldet keine Invasoren jedweder Art. Jahrhunderte schon kämpfen wir gegen sie, um unser Heimatland zurückzugewinnen. Mit großer List und herrem Können ist es mir nun gelungen, die Lande des alten Dumnonia zurückzuerobern und das Königreich von Cornwall neu zu gründen. Die Bedrohung aus der Fremde ist abgewehrt, das Ableben des alten Britanniens durchgestanden und nun bin ich bereit, mich allen neuen Herausforderungen zu stellen, die mir die Mächte der Finsternis entgegenzuwerfen gedenken. Komme, was wolle, Cornwall wird überdauern. Was ist es? Ich bin der wiedergeborene Corineus. Ihr erhaltet den Spitznamen die Trojanerin und 75 Prestige. Oh, klar, nehme ich. Ich habe sowieso Prestige bis zum Umfallen. Ihr seid als die Trojanerin bekannt. Ah, jetzt gibt's hier einen Beinamen. Schau an. Den gibt es doch, aber nur für besondere Sachen. Okay. Gut. Sehr schön. Da haben wir jetzt einen ganz großen Titel. Und das gibt uns, glaube ich, auch die Möglichkeit beim Militär. Ja, ein Kriegsvolk-Erweiterung. Sehr schön, sehr schön. Ach, das ist, hier ist auf maximale Größe. 3 von 4. Aha, 3. Wir können auch Onaga schon erschaffen. Das ist bei Belagerungen dann gut. Lassen wir mal so stehen. Vielleicht kommen wir dann eher noch übers Aufgebot dazu. So, Gefangener freigelassen. Die Belohnung, das haben wir gekriegt. Mhm. Sehr schön. Wow. Wie sieht's denn mit Alba jetzt aus? Kämpfen die noch? Oder gammeln die schon? Die sind durch. Aber genauso stark wie vorher. Jetzt sind wir auch gelb. Okay, das sieht ein bisschen kurios aus. Aber wenn man möchte, haben wir die Überhand. Jetzt brauchen wir nur ein Bündnis hier. Elbrick. Wer ist dein... Er ist 33. Gehen wir doch das Bündnis mit der netten Elbrick ein. Heirat arrangieren. Wo ist Ben? Da ist er. Jetzt nehmen sie an. Wow, Wahnsinn. Alles klar, Vorschlag abschicken. Wir sind verbündet mit Alba. Da ist es, ausgezeichnet. Und jetzt, meine lieben Freunde, jetzt befreien wir den Süden Englands von den Gardariki. Mit den starken Verbündeten sollte uns das doch gelingen. Jetzt bauen wir uns noch ein bisschen auf und dann schauen wir doch mal, wie es hier weitergeht. Wer bist du jetzt noch? Ah. Königreich von Alba. Die hat einen Titel, die hat den Anspruch auf Königreich von Alba. Alles klar. Ich habe jetzt leider nicht so viel Geld, um den durchzudrücken. Aber das ist nicht schlimm. Das ist doch nicht so schlimm. Jetzt müssen wir nur ein bisschen die Kontrolle wahren. Und dann geht das hier auch fleißig weiter. Angelsächsisch, Katholizismus. Gucken wir noch. Kontrolle wird noch aufgebaut. Auch hier wird die Kontrolle und die Religion geändert. In Exeter, glaube ich, müsste alles in Ordnung sein. Ja. Hier wäre dann die Option möglich. Oh. Er führt schon wieder Krieg. Ich lehne es aber ab, weil ich momentan keinen Krieg führen will. Habe ich jetzt automatisch abgelehnt? Anscheinend ja. So. Hat sie keinen Bonus bekommen durch unsere Eigenschaft der den Lebenswandel hatten wir doch auch 1 bis 3 Belohnung. Hm. Oder Prinz Ben, hat der was? Aber gut, der fehlt auch ein bisschen Entwicklung, ne? Müssen wir mal in Kriegsführung, glaube ich, ausbilden. Das ist echt zu wenig. Und auch Verwaltung. Da kommt zu wenig rum von der Mutter. Kind unterrichten. Ich brauche jemand Gutes. Nehmen wir doch den bestmöglichen. Gut, der ist slowenisch.
Adalmode, meine treue Mutter. Probieren wir es mit ihr, dass sie das übernimmt. Da haben wir es doch zur Herrschaft erzogen. Das ist es. Das ist dieses, die Option. So, die Schwäche ist weg von Juliana. Sehr schön, nicht mehr kränklich. Da ist er. Da ist er. Mit Räuber geht er einher, mit seinem, der Gadariki. Hat alle ausgehoben. Wir haben ja auch ein paar in unseren Reihen. Er greift uns wieder an, ne? Kommt zu uns. Die Karpfen. Ein Karpfenteich. 50, ein bisschen teuer, Leute, ganz ehrlich. Jeder Höfling gewinnt 20 Meinungen. Das ist schon mal schön. Verloren, okay. Aber die Meinung ist auch nicht schlecht. Der Höflinge, wo will er hin? Der verrückte Hund. Kannst du doch vergessen, ey. Kannst du doch vergessen. Komm doch nicht nach Exeter. Tatsache. Gut, okay. Wir müssen uns verteidigen. Wir heben alle hier aus. Wie viele Tage? 10 Tage brauchen wir dafür. Und dann kämpfen wir. Auch wenn es mehr sind, ist mir egal. Wir kämpfen. Wie sieht's aus in der Schlacht? So. Dann verlieren wir. Das sind halt Wikinger, das ist das Problem. Boah, da haben wir es aufgelöst. Meine Güte. Aber unser kornwallisischer Freund ist von uns gegangen. Ach, sie erbt? Aha. Mist. Sehr ärgerlich. So, was haben wir denn hier? Sippe. Was brauchen wir, Leute? Wir brauchen Gesetz. Volksmeinung, Schreckenszuwachs. Chance auf Vererbung von guten vererblichen Eigenschaften haben wir momentan gar nichts. Höfling. Und Gastmeinung. Nee. Fruchtbarkeit. Boah. Momentan leider Kampfgeschick plus 2 Ritter-Effektivität. Volksmeinung. Okay. Nehmen wir die Volksmeinung. Da haben wir wieder verloren. Bündnis. Gut, lösen wir die Männer auf. Wir können uns leider noch nicht verteidigen. Aber es war ganz gut zu sehen, wie stark sie sind. So, Champions. Wir haben 8, aber Vorsicht. Zwingen. Cousin, Ratsmarschall, verbieten. Ehemann und Ritter, zwingen. Ratsverwalter, verbieten. Vasall und Ritter, zwingen. Onkel. Vasall und Ritter, zwingen. Also der ist ja überhaupt nicht hier. Der darf überhaupt nicht der Schuld heißen. Bürgermeister, Vasall und Ritter. Na doch, nimm ihn noch mit rein. Kann er ja drauf gehen, wäre nicht schlecht. Ratskanzler, verbieten. Doch, Vasall zwingen. So. Haben wir doch ein paar Jungs. Zwar keine sehr guten dabei, aber es geht zumindest weiter. Gut, neuer Erzbischof. Schauen wir mal, dürfte denn auch hier weitergehen? Er hat eine 12. Könnte besser sein, aber okay. So, Earl Burfwine hat eine 7. Den würde ich ganz gerne ersetzen. Es wäre unser Vasall, aber wir haben noch die Gräfin Joanne Simon Daughter. Meine Schwester hat tatsächlich eine 26. Oha. Dann nehmen wir sie doch. Dann ist zumindest unser Ratsverwalter lange Zeit sehr souverän. Bitte. Moment, meinen Sohn ausbilden.
Die ist ja unglaublich. Ja, weil sie das Genie übernommen hat, ne, von ihrer Tochter. Ihre Mutter, entschuldigt bitte. Verwirrter Hund. Das ist ja unglaublich. Und zwar Mündel anbieten, Ben. Achso, du sollst bitte ihn ausbilden, so. Besser kann es nicht laufen. Jetzt müssen wir bei ihr aber die Beziehungen mal eine ganze Weile verbessern. Meine treue Schwester. Und dann, wenn wir noch irgendwie die Option haben, müssen wir ihr noch Land geben, weil die ist ja bockstark. Besser kann es ja nicht laufen. Und die beiden Schwestern jetzt an der Macht. Also muss man ganz ehrlich sagen, das ist ja auch vom Plot super geil. Immersion vom Allerfeinsten. Sarah, die Trojanerin. Und dann eben ihre Schwester als Gräfin und Ratsmarschall mit gerade mal 19. Gut, ich bin 27, denn noch ein bisschen älter, aber super geil. Wird auf jeden Fall interessant werden. Die nächsten Jahrzehnte können wir mit den beiden hier was aufbauen, eine Dynastie. Gucken wir nur, dass wir den Ben halt dann auch entsprechend noch ausbilden. Das wäre super, wenn sie ein bisschen was abgeben könnte von der Cleverness, die sie hat. Ne? Brutal, brutal. Logistiker, Pionier. Also richtig super, richtig super. Geben wir ihr, wenn wir denn nochmal an Land kommen, geben wir ihr noch ein bisschen was. Warum nicht? Schauen wir mal, wie sich das so einhergeht. Ansonsten, hier wird schon wieder gekämpft. Litauischer, da hat er ein Bündnis verloren, habe ich gerade gesehen. Wir bleiben da mal stabil. Er ist noch interessant, wenn er in die Macht kommt, er ist nicht so stark wie sein aktueller Lehnsherr. Schauen wir mal, wie das weitergeht. So, der albaische König ist eingekerkert. Ja, das haben wir gesehen. Er wurde geschwächt, aber deutlich. Oha. Moment. Bestien der Tiefe. Als ich durch den Garten flaniere, sehe ich, wie meine Halbschwester Melisende auf einem Stein am Karpfenteich sitzt. Sie lehnt sich über den Teich und streicht mit den Fingern durch das Wasser unter der Oberfläche, regt sich ein Schatten. Wer ist sie? Halbschwester. Ihre Mutter ist Adamode. Mhm. Oha. Anspannung. So, das Bündnis mit... wurde der gemordet oder was ist passiert? So. Neuer König in Alba. Wir brauchen dann eine neue Heirat arrangieren. Warum ist das Bündnis nicht mehr gültig? Das wird ja, das nimmt er an. Haupterbe ist er. Ja, du steckst nicht drin. Haben wir nicht Ben verheiratet? Ah ja, wir haben ihn verlobt. Aber dies ist jetzt kein, das ist jetzt kein Königshaus mehr. Das ist jetzt nur wieder, die wählen da immer kreuz und quer die Nachfolge. Das heißt, das hier können wir schon wieder auflösen. So bitter, wie es klingt, aber es ist wirklich so. Müssen wir aufpassen, dass wir da nicht das Bündnis eingehen mit ihr. Gut. Weiß nicht, ob wir das Bündnis nochmal versuchen sollten. Für die Gardariki. Der hat wieder... der hat keine Bündnis, sondern der hat Räuber gehabt. So, wer ist denn er hier? Felix. Katholisch und angelsächsisch. Ich habe kein Geld für Ansprüche. Ja gut, können wir ruhig machen, so ist es nicht. Bündnis ungültig. Wie sieht's denn mit meiner Schwester? Sie hat noch keine Kinder. Die gefällt mir, ganz ehrlich, die Joanne gefällt mir fast noch besser wie meine einäugige Königin. Aber es ist wirklich geil. Ich finde die Thematik super. Die jüngere Schwester dann nochmal deutlich besser und eigentlich passender auf dem Thron und dabei ihre, will nicht sagen, dass sie böse ist, aber zynisch, eigenwillig und zufrieden und ihre Schwester hingegen dann so eine gefühllos, aber hier treuherzig, ehrgeizig, brillanter Stratege, ein Genie, ne, in der ganzen Summe
So, so stark, also klasse, gefällt mir. Gut, dürfen nicht ewig rumeiern, aber den Krieg sollten wir dann noch erklären, zeitnah. Aber wir haben niemanden, dessen Titel wir hier durchsetzen können. Und Religion sind wir immer noch am Bauen in Somerset. Wenn wir das abbrechen, fängt es wieder von vorne an, wahrscheinlich, ne? Lassen wir es erstmal. Wir sehen uns nächste Folge. Machen wir fleißig weiter. Bis dann, liebe Leute. Ciao, ciao.